Du kommst zurück zur Gegner Part 2, 1, Final Mix. Wir, ja, stellen uns jetzt der nächsten Arena. Wir haben es aber auch den Zeitmodus vor uns. Können wir sie probieren? Ich glaube halt, nee. Da warte ich, bis ich stärker bin, so. Und halt auch schnell viel kämpfen kann. Wir gehen erstmal zum Pegasus Cup, sollte es sein, ne? Pegasus Cup. Zutritt, bitte. Und je nachdem, wie es läuft, hau ich dann alleine auch noch hinterher. Mal gucken. Aber jetzt erstmal den Pegasus Cup zu dritt. 9 Runden steht vor uns. Beginnen tun wir mit den Gesetzlosen. Ich bin erstaunt, dass du da noch lebst. Gerne häufiger. Gegen die Madigen. Na komm. Oh. Ja, da wollte Dona zeigen, dass er doch noch Magie beherrscht, ne? Ja, Kräuterheilung habe ich noch nicht, ne? Das könnte vielleicht doch mies werden, dass ich das nicht habe. Wir gucken mal. Die Autobahnen müssen halt auch stärker sein als die, die wir in Traverse gesehen haben. Und ein Luffe-Item, ich hab einen Aether. Ich hab keinen Aether mehr. Wer soll ich dann lieber mit Tränken heilen? Ja gut, ne? Da wird einem das direkt wieder zu Verhängnis kommen. Gönn Wind, aber ich brauche jetzt Wind. Meine Güte. Irgendwie treffen wir uns ja auch nicht so angesagt gerade, ne? Mann. Das war ein guter Dropkick. Was wirst du? Das ist eigentlich, glaube ich, schon ein Duo, aber nur erstmal nur ein Alleingänger. Ich weiß nicht so ganz. Ich glaube halt auf Platz 4 kommt dann, eine besondere Runde. Wir sind ein bisschen benebelt. Eine Sache, die man eigentlich mal ausnutzen sollte. Ja, der Torschlag ist schon gut, ne? Und da ist auch eigentlich eine kleine Kombo ganz gut, damit er halt immer wieder reindönert. So, Tränk noch nicht notwendig. Aber wahrscheinlich jetzt im Laufe dieser Runde. Nee, doch nicht, okay. Kommt nicht vielleicht aus dem nächsten Cup? Keine Ahnung, oder ist im Finale, keine Ahnung. Ne? Wir werden es sehen, ne? Boah, ich hasse Funk. Die, das ist das erste Mal, dass wir jetzt haben, ne? Ich hasse die so sehr. Die vergiften uns auch, ne? Ja, klar. Also nervig, ich dachte, warum man sich halt irgendwann so versteinern und dann halt, naja, Mega Potion einfach mal. Dann halt, naja, den erstmal nicht mehr ranlassen, so.
Naja, macht mal. Ja, du dann mach einfach mal. So, ich lasse es einfach mal machen. Ich warte, bis der sich wieder befreit und dann greife ich wieder an. Vielleicht aber verstehen sie doch nichts, wenn ich ihn da angreife. Oh, lecken! Der hat die geben gut Punkte. Bin begeistert. Ja, wieder gut MP. Ja, dann ist glaube ich vielleicht die erste Platzierung jemand Besonderes und dann im nächsten Kampf ist der Platz 4 jemand Besonderes, irgendwie sowas. Ich glaube, das war jetzt keine Verschwendung, aber naja. Ich glaube, diese Explosion am Anfang war eventuell eine Folge dieses Schilds, aber ich glaube, die alleine Runde werde ich noch nicht direkt machen. Die kolossalen, oh, das könnte schlimm werden. Ja, okay, jetzt ist natürlich schwer eine Kombo durchzumachen, wenn ich halt die Wand betreffe und dann halt keinen Schaden mache. Okay. Das ist sogar bei denen einfacher. Oh, komm. Können wieder. Kriegt jetzt vielleicht noch einmal, auch im Laufe der nächsten Runde noch einmal Aero zusammen. Na, hier ist ein bisschen. Weg mit dir. Ja, Yuffie und Leon, genau. Erst auf Yuffie gehen, weil Yuffie heilt. Also halt beide so, ne? Oh, er hat der Betäubungsschlag ist super vom Wind. Okay, ist Leon ist mal betäubt, wie im echten Leben halt so. Also ich wurde nicht betäubt, die Olle. Komm, Betäubungsschlag! Oh fuck! Kein Bock. Ich hoffe, dass ich stärker bin. Das ist vor allem ärgerlich, wenn man die Tränke halt die Items, die man halt so benutzt, verliert, ne? Wo ist irgendwas Schönes auch in der Truhe? Mega Potion. Äther. Warte mal, eine Potion. Oh, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Wie viel zieht jetzt eigentlich das Eis ab? Fuck, 5 Points. Ja, mit Eis. Ja. Ich glaube, es reicht, mein Eisvorrat. Muss nur richtig anvisieren. Schön.
Weil doch auch jeder, ja, jeder gelbe Strich so einmal. Ja. Das hier bitte anvisieren. Na, wenn was krieg ich. Das ist keine Truhe, das ist eine Truhe. Ich hab da drüben spawnt. Keine Ahnung, vielleicht für das Triotech, keine Ahnung. Auf jeden Fall hier ist eine Truhe, was gibt's denn hier? Dann bitte irgendwas, was mich bei Niederlage von eben. Langtus-Gummi. Ja, geht so. Ich hasse alles. Ich bin nochmal weg, die Ehe. Ich bin gerade so ein bisschen enttäuscht von mir, einfach. Ich glaube, wir hätten direkt von jetzt losfliegen können, tatsächlich, aber nö, wir fliegen von Agrabah. Ja, Weltkarte, ne? Gucken wir doch mal kurz ins Gummischiff-Menü. So. Gummi-Menü. Ist halt flugklar. Also nicht fliegen kann, verstehe ich schon, Kaktor. Okay. Aber steht halt so flugklar, ne? Und irgendwie, das hat irgendwie letztes Mal nicht funktioniert, ne? Okay, was? Ich hab doch auf Nein gedrückt. Weg da. Yeah. Nein. Kann ich irgendwas anbauen, so? Frag für einen Freund. Das ist groß, das ist ein großes Ding. Ah, okay, mit den Schultertasten. Hier so ein paar bisschen Schilde, so, nett. Ne, Gummischiff-Menü. Jeder wechseln, verstehe. Kannst wieder gucken. Habe ich irgendwie sonst ein Charmeur? Besser fliegen. Hier, ja genau, sowas hier. Lied entfernte Items an. Kann man irgendwie drehen? Wieder hier wechseln und kannst du noch irgendwas? Mit L2. Ist das jetzt ungefähr auf der gleichen Ebene? Nö, war ja doch.
kann das Ding nicht mehr fliegen. Oh, ich hasse alles. Oh, ich flog klar. Ich hasse Gummischiffe bauen. Ich muss hier ganz hoch und dann kann ich... Nee. Ich verarschen, das Gebiet des Cockpit fehlt. Stimmt, das Cockpit fehlt. Warum, wo ist das Cockpit hin? Andere Cockpit. Bigra-Gummi. Ja, guck mal, da bei Berichtlicht. Also, okay, das kann jetzt fliegen. Wir wollen einfach gerade das Cockpit einfach weg. Keine Ahnung. Was haben wir besser als Cockpit? Schadet ja nicht. Meine Güte, ey. Furchtbares Menü. Gut. Dann gucken wir nochmal, was drauf war. Das können wir nicht nur gut ballern, sondern auch gut sammeln. Na ja, mal gucken. Zumindest mit dem Einsammeln funktioniert auch nicht so ganz. Nicht ins Portal reinfliegen, ganz wichtig. So, das ist unbefriedigend mit der Arena, ne? Aber wir kommen später wieder. Ich denk mal nach der nächsten Welt. Da ist eine gute Gelegenheit, das zu machen. Es war noch mehr Netz, da kann jetzt funktioniert das Netz auch nicht so, man muss es irgendwie richtig sortieren, keine Ahnung. Und er kann jetzt auch nur Sachen von links potenziell abgrasen, weiß ich nicht, ne? Und wenn dann die ganze Seite ballern, ist schon so ein bisschen nervt. Wobei ich hier auch von rechts lachen an. Ich glaube, Meteoriten zerstören gibt auch Punkte. Jetzt glaube ich Monster gekommen, oder? Ich werde das leicht potenziell sagen können. Weil ich glaube, es kam noch so. Ja, genau, das Lunchstück kam so, da kam Monstro. Dem werden wir jetzt nicht begegnen, dem werden wir nur beim Flug begegnen, wenn wir ihn auch anwählen. Und ich glaube, das brauchen wir nicht. Weil es nicht so ganz. Oder? Gibt es eine Monstro-Mission? Ich glaube nicht. Ich sollte mich auf meine Leben achten, ne? Und nicht meine Nase kratzen, während ich hier so ein, keine Ahnung, so eine Spirale fliege. Komm, alles schön anziehen bitte. Dankeschön. Da gerade ein Gummischiff, was ich eingesammelt habe.
Ich glaube, hier kam jetzt Monstro, aber wir fliegen einfach weiter, ne? Denn Monstro mag uns nicht mehr. Oder? Hä? Was? Hä? Hä? Moment, hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Habe ich gerade aus dem Monstro angewählt? Oder was ist los? Sorry, Inkompetenz an mich wahrscheinlich. Denke ich, glaube ich. Na gut. Hat sich gelohnt? Der Turm, ne? Ah, da oben ist eine Truhe. Nitrilerz, danke dafür. Danke, Scholz. Danke, Schröder. Gummi. Was darf das denn vom Monstro fliegen? Ist der vielleicht doch Monstro-Gummi statt müssen? Ich guck mal kurz. Ich glaub doch nicht. War doch? Nee, nee. Keine Monstro-Mission, gut. Gut, fliegt einfach weiter, I guess. Ich weiß nicht so ganz, was gerade schiefgelaufen ist, aber naja, keine Ahnung. Fucking Monstro. Das Problem ist halt, ich fliege nicht die ganze Strecke, ne? Nur den Rest. Das finde ich ein bisschen doof tatsächlich, weil wegen Punkte so. Ich frage mich gerade, was der Grund dafür wird, wenn man Monstro kommt. Oder kann man auch vom Monstro aus der Akrobat fliegen, kriegt dann auch eine Mission. Oder halt zu dem anderen Ort halt, den wir jetzt nicht erreichen mit Monstro, weil Monstro hier unten haben. Ich denke, ihr versteht schon. Das sind 22 Punkte. Und da sind wir auch schon. Schon. Schon dich. Schon mich. Kann ich weiterfliegen eigentlich? So, ich frag für einen Freund. Ne, weiterfliegen geht nicht. Fliege ich jetzt einfach weiter? Wir machen einfach mal, ne? Wir fliegen erstmal so ein bisschen. Weil ich hab gerade keinen Bock auf Agrabah. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt fliegen, so, ne? Oder kann man Agrabah skippen und dann direkt zu der Welt hinfliegen, wo wir jetzt hier hinfliegen. Mal gucken, ne? Wir fliegen einfach mal so ein bisschen. Avila, ich hab Intention, bald einen Gast dabei zu haben. Und mal gucken, ne? Sehr spannend, wenn man Agrabah also auch, also Atlantis gibt's nicht, aber dass man Atlantica hier auskippen kann. Werden wir gleich mal sehen, ne? Ich würde jetzt einfach weiterfliegen. Auch noch eine dritte Folge, die wir heute aufnehmen. Immer noch kein Boost, so. Bin ich hier, bei Ape Escape, dass hier mit dem rechten Stick das Netz bewegen kann. Ja, da oben fand ich gerade ein bisschen gruselig, gut, dass er jetzt weg ist.
Oh, schön rumballern. Ist auf jeden Fall nicht die Route zu Agrabah. Ja, das fände ich ziemlich cool, einfach jetzt mal hier die ganzen Routen mal abzufliegen. Bin gespannt, ob das geht. Oder ob wir jetzt diesen anderen Ort einfach skippen und ich dann halt direkt irgendwie, weiß nicht, zu einer anderen Stelle komme. Ich weiß es nicht, ne? Aber wir haben ja schon ziemlich viele Punkte und sowas. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das eigentliche Ziel... Ja, okay, wir haben es geskippt. Aber da sind wir trotzdem überall lang geflogen, so, ne? Denke ich. Wenn ich die Lore richtig verstehe. Auch im Hinblick zu der Trophäe. Besagt alle Routen abzufliegen, aber naja, ne? Wir sind halt hier so einmal rumgeflogen jetzt, ne? Und den Zwischenstopp, den gibt's halt noch nicht. Okay. Man muss halt eine dieser beiden Welten machen, um dann hier oben hinzukommen. Gut. Fliegen wir weiter nach Agrabah. Frag mich, ob man das Wunderland machen muss. Um weiterzukommen, was Storytelling ist eine wichtige Sache, dass Alice entführt wird, aber. Ja, ich weiß es nicht, ne? Also man könnte halt auch einfach eine Arena des Olymps machen und dann halt, naja, in den tiefen Dschungel weiterfliegen. Arschloch? Arschloch? Aber ja, das ist Halloween Town, ne? Wenn ich da mal in 15 Stunden laufen, aber jetzt sind auch Welten nicht skippen, ne? Um halt möglichst schnell zu sein. Ja, einfach ausweichen! Und nicht von den Typen anfliegen lassen. Ah, guck mal, ja, der guckt dann dahin, wo wir das letzte waren, dann fliegt er dahin. Okay, verstehe. Das verstehe ich doch. Hilfe! Erstmal wird ein Netz schwingen hier. Netz. Nest. Netz. Mit dem Netz. Ja doch, Netz. Nest. Netz. Ja, schon Netz, ne? Spinnen, ein Vogelnetz. Netz. Kescher. Das ist ein Kescher, verdammt nochmal. Das ist doch ein Netz, das ist ein Kescher. Ja, im Kescher ist ein Netz, ja. Aber alles im allem ist es ein Kescher. Ist ein Unterschied. Dann sind wir da. Oder kommt noch ein bisschen? Ich komme noch ein bisschen. Da wollte ich schon abmoderieren und dann das. Aua, das hat weh. No Hit Challenge schon mal verkackt. Ah ja, stimmt. Wurmlöcher gibt es natürlich auch noch. Darf man nicht unterschlagen, war schon mal aus. Und das wollen wir auch kaputt machen. Ich glaube, wir müssen nur mehr raufballern als auf die blauen. Mehr und stärker. So, eins von beiden.
Neuer Highscore, eindeutig. Auch keine Mission abgeschlossen. Gut, Leute, dann danke schon fürs Zuschauen und beim nächsten Mal, ja, schauen wir uns schon mal ein kleines bisschen Atlantik an. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.